Für gute Eierspeis gehört natürlich ein steirisches Kürbiskernel GGA. Für unser Kernöl-Eierspeis brauchen wir mal Eier, Salz, Pfeffer und das Kernöl. Zuerst machen wir mal die Pfanne warm. Aber das Wichtigste ist einfach da nicht zu heiß, weil das Kernöl nicht zu viel Hitze vertragt. Dann einmal ein Salz zu den Eier. Ein bisschen Pfeffer. Das einmal gut durchmischen. Dann das Kernöl in die Pfanne. So, wenn wir merken, dass das Kernöl eine gute Temperatur hat, man merkt ja gleich, es riecht so gut. Dann die Eier drin. Und das jetzt stocken lassen, dass sich das nachher alles schön verteilt und dass nachher alles eine gute Farbe kriegt. So, ich glaube, die Eierspeise ist fertig und bereit zum Anrichten. Jetzt klappen wir das mal schön zusammen. Ein gutes Schwarzbrot dazu. Ein Salat noch drauf. Und fertig ist die Eierspeise.